Petra Hinz hat jetzt das Wort für die SPD-Fraktion. Danke, Frau Präsidentin. Ich, wenn ich jedes Mal hier stehe und das Thema Steuerpolitik oder wie es heute hier heißt, Ankündigung der Regierung zu den unterschiedlichen Gesetzen, dann habe ich den Eindruck, Sie müssen sich selbst gebetsmühlenartig Zuspruch zureden, damit Sie das, was Sie hier auch vortragen, wirklich glauben. Also glauben Sie denn in der Tat, einer von uns oder einer der Sachverständigen glaubt das, was Sie hier vortragen? Und wenn Sie Ihre Schlagworte bringen, dass wir abkassieren wollen, ja, Ihre Geschenke bedeuten für einen Niedrigverdiener 1,41 Euro. Noch niemals eine Tasse Kaffee im Monat kann er sich davon leisten. Das sind Ihre Steuergeschenke. Also hören Sie auf mit Ihren platten Sprüchen, die Sie hier permanent klopfen. Mehr steckt da nicht hinter. Man kann auch sagen, heiße Luft, die man sich schenken kann. Nach 2 Jahren schwarz-gelbe Regierung kann ich nur sagen, ist es noch nicht mal eine Bilanz, sondern man möchte irgendwie einen Moderator oder irgendwie vermitteln, damit endlich diese ganzen krisengeschüttelte Regierung irgendwie mal endlich zum Zuge kommt. Denn das, was Sie hier darbieten, das schadet nicht nur der FDP und der Regierung, sondern der Politik insgesamt. Aber das ist ein anderes Thema. Das Schauspiel hat ja heute seinen Höhepunkt gefunden mit dem Herrn Lindner, der denn da zurückgetreten ist. Ein Einstieg im Ausstieg, schön wäre es für unser Land, in der Tat. Das Einzige, was CDU und CSU und FDP hier in den zurückliegenden 2 Jahren an einem fulminanten Steuerkonzept umgesetzt hat, ist die Frage der Hotel-Klientelsteuer, Mehrwertsteuersatzes, der hier beschlossen worden ist, der dazu führt letzten Endes, dass da kein Wirtschaftswachstum daraus erwachsen ist, sondern ganz im Gegenteil. Die Kolleginnen und Kollegen haben in den zurückliegenden Diskussionen und Debatten bereits deutlich gemacht, wem das was kostet, nämlich dem Bürger. Ja, alles das, was hier beschlossen worden ist und vor allem das auch gerade nach der geführten Debatte zum Thema Europa. Wir werden mit Sicherheit einen Nachtragshaushalt einbringen. Und Sie stellen sich hier breitbrüstig hin und versprechen den Menschen draußen an den Bildschirmen, dass Sie hier Steuergeschenke geben wollen auf Kosten der jungen Menschen, die dort gerade auf der Tribüne sitzen und eine Perspektive für ihre Zukunft suchen. Investieren Sie doch in Bildung, in Ausbildung, in Mindestlöhne. Das wäre eine faire und gerechte Politik und nicht das, was Sie hier darbieten. Und im Übrigen, keiner glaubt mehr das, was Sie hier als ein Steuerkonzept ankündigen. Ganz im Gegenteil, Ihre eigenen Leute, Petra Roth, sagt doch ganz klar, die Kommunen in Deutschland sind nicht in der Lage, Claudia Roth, sind nicht in der Lage, Petra, meine Herren, wenn ich zur Belustigung beitragen kann, gerne. Aber das zeigt Ihr Niveau, dass Sie im Prinzip eine Kollegin, die jetzt gerade versucht, zum Thema Steuerehrlichkeit zu reden, in die Pfanne hauen. Großartig. Sie sind wirklich Gentlemen. Sie sind Politiker. Toll. Klasse. Die Kommunen sind nicht in der Lage, Steuersenkungen zu finanzieren. Selbst der DGB macht deutlich, dass ihre Steuersenkung zu Gebührenerhöhungen und zu Kürzungen im öffentlichen Leistungen führt. Also Leidtragende sind Niedrigverdiener, sind Familien mit geringen Einkommen, die Familien, die letzten Endes Sie in Sonntagsreden entlassen wollen. Ja, und dieses macht auch Petra Roth, macht dies deutlich, immer wieder in ihren Reden. Das Thema Betreuungsgeld will ich hier gar nicht ansprechen. Das sind Themen, die hier schon oft diskutiert sind. Sie halten im Prinzip Steuergelder bereit für Familien, die ihre Kinder zu Hause halten und von Bildung fernhalten wollen. Der Finanzminister hat eingesetzt eine Kommission, die eigentlich die Gewerbesteuer abschaffen sollte. Naja, gut, hat er nicht geschafft. Hätten wir uns 1,5 Jahre sparen können. Sie haben dazu beigetragen, dass eine Verunsicherung in den Kommunen stattgefunden hat. Die Kanzlerin hat auch heute noch mal Stärkung und Wachstum beschworen, aber letzten Endes ihre Steuerpläne, die nicht im Konzept auf dem Tisch liegen, führen nicht dazu bei, das Wachstum zu stärken, sondern ohne Not die zukünftigen Generationen weiter zu belasten. Und im Übrigen, was ist denn aus Ihren 24 Milliarden Steuerversprechungen im Wahlkampf geworden?
läppische 6 Millionen. Und ich kann es Ihnen von der FDP nicht ersparen. Diese 6 Millionen kommen Ihren 6%, die Sie gerade möglicherweise, wenn überhaupt noch haben, gleich. Also unterm Strich, die Sachverständigen, die Vertreterinnen und Vertreter in dem Städtetag und Gemeindebund attestieren ihren Steuergeschenken ein ganz klares Nein. Die Bürgerinnen und Bürger rufen Ihnen insgesamt zu, dass Sie diese Steuergeschenke sein lassen, weil alles auf Pump ist und der Bürger zahlt letzten Endes die Zeche. So viel zu Ihrem Konzept.